Hallo zusammen, mein Name ist Kerstin Ritter. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge von Dr. Med KI dabei seid. Das heutige Thema ist KI in der Nephrologie und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner dazu, Marcel Naik. Marcel Naik ist Assistenzarzt in der Nephrologie an der Charité Universitätsmedizin, wo wir auch gerade hier sitzen, und ist einer der ersten Teilnehmer des Digital Clinician Scientist Programm der Charité, das angehende Mediziner und Medizinerinnen darin unterstützt, zum Thema Digitalisierung und auch KI in der Medizin zu forschen. Marcel, woran forschst du in der Nephrologie und welche Rolle spielt KI dabei? Genau, also ich forsche in der Nephrologie, seitdem ich hier angefangen habe. Ich bin so seit etwa 10 Jahren dabei, mache demnächst meinen Facharzt. Und Forschung mache ich im Bereich der Nierentransplantation. In unserer Abteilung haben wir eine Datenbank, wo wir alle Transplantierten seit 1990 verwalten, sowohl klinische, also es ist eine klinische Datenbank einerseits und andererseits dann auch für Forschung genutzt. Und ich kenne diese Datenbank seit meiner Doktorarbeit 2006 etwa und bin einer der wenigen Ärzte, der die halt auch abfragen kann. Und jetzt im Bereich mit künstlicher Intelligenz ist es eben so, dass aufgrund der künstlichen Intelligenz und der Computertechnik eben sich neue Möglichkeiten entwickelt haben, statistische Dinge auszuprobieren und eben Modelle zu erstellen und Zusammenhänge zu durchleuchten. Erzähl mal ein bisschen genau, was sind das für Daten? Also seit 1990, da genau. Kommen eine ganze Menge Daten zusammen wahrscheinlich. Genau, also von der Geschichte der Datenbank her ist es so, dass die seit 1999 klinisch verwendet wird. Also sprich, seitdem ist es so, dass da auch alle Assistenzärzte und Ärzte in der Nephrologie, die eben mit Transplantierten zu tun haben, Dinge eintragen. Da stehen einerseits Sachen drin wie klinische Verläufe. Patient kommt zur Nachsorge zu uns in die Transplantationsambulanz und da fragt man ihn dann halt, wie geht's Ihnen seit dem letzten Mal? Findet dann halt raus, okay, er war halt im Krankenhaus, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich einen Knochen gebrochen hatte und das Krankenhaus war halt möglicherweise auch nicht in der Charité, sondern irgendwo wohnortnah. So etwa ein Drittel unserer Transplantierten sind über 100 Kilometer von uns entfernt. Also wir haben ein großes Einzugsgebiet und es ist eben so, dass die Nachsorge eben bei uns im Zentrum erfolgt und teilweise dann auch in Zusammenarbeit mit dem vor Ort bestehenden Nephrologen. Und also seit 1999 ist es eben so, dass alle Transplantationen, die hier bei uns durchgeführt werden, dann auch in dieser Datenbank erfasst sind. Und die Daten davor, so seit 1990, sind eben nachgepflegt im Sinne von, wir hatten ja schon 1999 auch Patienten, die eben schon 9 Jahre transplantiert sind oder so. Und diese Daten, die wurden dann eben nachgetragen. Und wie standardisiert sind die Daten? Inzwischen deutlich standardisierter als noch 1999. Bis zum Jahr 2005, 2006 war es so, dass man Handeinträge an der Datenbank vornehmen konnte. Was man auch vor allem so bei Laborwerten sieht. Da gibt es dann auch teilweise so Tippfehler bei Kreatinin zum Beispiel. Kreatinin mal mit 2 Is, mal mit 2 Ns und da gibt es wilde Schreibweisen teilweise. Das ist inzwischen unterbunden und über Auswahllisten kann man halt dann nur noch sozusagen ausgewählte Bezeichnungen verwenden. Und andererseits ist es auch so, dass unsere Datenbank am Krankenhausinformationssystem mit dranhängt. Im Sinne von, man muss dieselbe SAP-Kennzahlennummer eintragen in der Datenbank und dann weiß unsere Datenbank, wo sie im SAP halt entsprechend suchen muss. Und Laborwerte, die wir hier aus dem Haus aus bestimmen, entweder von Station oder aus dem ambulanten Bereich, die werden dann automatisch mit eingezogen. Und sind das immer die gleichen Laborwerte oder werden auch unterschiedliche Laborwerte erhoben, sodass man dann für einige Personen bestimmte Laborwerte hat, für andere aber nicht? Im Großen und Ganzen, also im Bereich der Nierentransplantation, gibt es Laborwerte, die für alle wichtig und gültig sind. Eben zum Beispiel Kreatinin als Nierenparameter im Blut. Dann gibt es eben auch so Proteinurie, also Protein im Urin als Mengenangabe oder als Streifentest oder so. Da gibt es auch normierte Bezeichnungen für. Und die Patienten haben ja alle Immunsuppression, wo man dann entsprechend den Spiegel an Immunsuppression im Blut misst. Das sind so die Sachen, die quasi bei allen Patienten vorkommen. Aber dann gibt es natürlich auch speziellere Sachen wie, bestimmte Virusgeschichten.
Manche Patienten sind Jäger im Umland und essen halt dann auch mal irgendwie Wild. Und das kann zu Hepatitis E führen, sodass die dann halt auch mal ein Hepatitis E-Screening bekommen und solche Sachen. Okay. Und das ist halt nicht serienmäßig bei allen Transplantierten. Okay, das wird dann auch extra kodiert in den Daten. Das ist dann so eine genau. Extra. Ja, okay. Und wie viele Leute habt ihr da mittlerweile eingeschlossen? Also in unserem Zentrum werden etwa 3.300 Patienten behandelt. In unserem Zentrum heißt an allen drei Standorten, wobei die Hauptstandorte hier in Mitte und im Virchow sind. Und in den 20 Jahren seit 1999 sind es etwa 3.300 Patienten in der Größenordnung. Okay, wow, das sind ja eine ganze Menge. Und bei allen wurde eine Nierentransplantation vorgenommen? Genau, wobei im Virchow, das ist der größere Transplantationsstandort, da gibt es dann auch Lebertransplantation oder eben noch andere Organe zusätzlich zur Niere bei manchen Patienten. Niere Pankreas ist zum Beispiel gerne bei Diabetikern auch mit gemacht. Und das haben wir hier in Mitte nicht, das ist dann eher im Virchow, genau. Aber du guckst und dann sind das auch noch mehr. Also ich habe jetzt 3.400 sind nur die Nierentransplantierten. Okay, genau, das ist quasi euer Fokus. Das ist der Fokus, genau. Ja. Und wie lange schaut ihr euch den Verlauf von diesen Leuten an? Also habt ihr die Leute, die ihr 1990 schon eingeschlossen habt, habt ihr immer noch einen Verlauf von denen teilweise? Mhm. Also es ist so, die Patienten, die unterschreiben halt im Rahmen des Behandlungsvertrags. Also von der Gesamtaufmachung ist es so, der Patient, der ist dialysepflichtig, wird dann vom Dialysearzt oder knapp bevor er Dialyse macht, in unser Zentrum verwiesen. Und dann stellt sich eben die Frage, soll er transplantiert werden oder nicht. Dann durchläuft er so eine Art Gütesiegel. Also sprich, es werden verschiedene Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, ob er transplantiert werden kann oder nicht. Voraussetzungen sind einerseits die operativen Dinge, dass man eben die Niere, die kommt ja ins kleine Becken, dass man die Niere eben die Gefäße anschließen kann an den Körper. Und dann muss natürlich, wenn das Blut in die Niere fließt, auch noch genug Blut übrig sein für das restliche Bein, was dann dahinter kommt. Das sind sozusagen die Voraussetzungen von der chirurgischen Seite, die man sich anguckt. Dann ist es auch so, dass die Patienten Immunsuppressionen bekommen ihr Leben lang. Das heißt, sie dürfen jetzt auch keine schweren infektiösen Erkrankungen haben, Tuberkulose oder HIV, Hepatitis und so. Das muss man dann speziell nochmal gesondert gucken. Mhm. Nach solchen Sachen gucken wir und eben nach Gewebseigenschaften und dann eben auch immer die Frage, gibt es jemanden in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, der eine Niere spenden würde, als eben Option einer Lebensspende. Prinzipiell muss man auch sagen, Lebensspende hat den charmanten Vorteil, dass man da auch dann den Spender kennt und den Spender entsprechend vorher untersuchen kann, dass das alles gut passt und da kann man dann halt entsprechend gut ausgeschlafen diese Transplantation dann durchführen. Genau, also das sind sozusagen erstmal die ersten Voraussetzungen, wie der Patient so Kontakt mit uns im Zentrum bekommt. Und im Rahmen dessen muss er eben auch die Einwilligung erklären, dass er eben in dieser Datenbank mit gepflegt wird. Und dass eben seine Daten dann auch anonymisiert bzw. pseudonymisiert für Forschung verwendet werden. Und in dieser Datenbank, das ist einerseits eine Forschungsdatenbank, aber andererseits eben auch eine klinische Datenbank, da werden eben dann diese Verläufe auch mit erfasst. Der Patient kommt dann, nachdem er transplantiert ist, in unsere Ambulanz. Am Anfang relativ engmaschig, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und da wird dann halt immer geguckt, wie es ihm geht, wie er zu Hause zurechtkommt, ob es irgendwelche Infektionen gibt. Fieber ist immer ein wichtiges Warnzeichen. Aufgrund der Immunsuppression, die am Anfang halt besonders hoch ist, kann es halt schnell mal zu einer Sepsis kommen oder zu einem schwerwiegenderen Infekt, den man halt rechtzeitig erkennen muss. Und andere Problematiken sind halt im Langzeitverlauf auch Krebsentstehung. Der Patient muss einmal im Jahr zum Hautarzt gehen und man muss halt nach Krebs suchen. Ja. Und entsprechend, wenn man ihn gefunden hat, dann entsprechend auch frühzeitig behandeln. Genau. Und welche Rolle spielen Parameter von dem Organ, das gespendet wird? Geht das auch in die Datenbank rein? Also ist das nochmal so ein extra Genau, Punkt, ja? Genau. Also in dieser Datenbank sind einerseits Informationen zur Demografie des Empfängers. Mhm. Also wie alt, also wann ist der geboren, welches Geschlecht hat er, was für eine Grunderkrankung hat er gehabt, seit wann macht er Dialyse, wo wohnt er,
was jetzt für klinische Modellberechnungen jetzt nicht wirklich wichtig ist in dem Zusammenhang. Aber das sind sozusagen die demografischen Daten des Spenders, des Empfängers. Dann gibt es auch dieselben für den Spender. Wie alt war der Spender? War das eine Lebensspende? War das eine Hirntodspende? Woran ist der Spender verstorben? Wie war sein Kreatinin gewesen zum Zeitpunkt der Spende? Und wo wurde gespendet? Also sprich, wo ist der Patient verstorben? Das sind so die Sachen, die dort drin stehen. Größe und Gewicht vom Spender auch. Dann die Daten zum Transplantat selbst. Also ganz banal, ist es eine Niere, die gespendet wurde, oder ist es eine Leber oder was auch immer. Dann Gewebseigenschaften stehen drin vom Spender und vom Empfänger. Und so verschiedene virologische Parameter. Nur ganz kurz, wie werden die Gewebseigenschaften quantifiziert? Genau, also die Gewebseigenschaften ist jetzt im Bereich der Nierentransplantation so, da wird das HLA-System des Patienten und des Empfängers untersucht. Das macht bei uns das HLA-Labor, was im Virchow sitzt. Und es ist so, am Anfang werden einmal diese Gewebseigenschaften komplett analysiert, quasi bis ins kleinste Detail, soweit man das eben heutzutage kann. Und diese Gewebseigenschaften, die werden an Eurotransplant gemeldet. Und in Eurotransplant werden halt alle potenziellen Empfänger von gesamten europäischen Raum, also sprich Benelux, Deutschland, Kroatien, Slowenien, erfasst. Und die Blutgruppe steht auch mit drin und man guckt halt, wenn sich ein Spender auftut, wird der entsprechend auch anhand der Gewebseigenschaften analysiert. Und dann wird ein sogenanntes Matching durchgeführt. Sprich, man guckt halt nach möglichst guten Übereinstimmungen. Ja. Und dann gibt es ein mehr oder weniger kompliziertes Punktsystem. In diesem Punktsystem ist einerseits die Dauer der Dialysezeit drin, andererseits die Gewebseigenschaften und damit einhergehend dann auch die Blutgruppeneigenschaften. Und anhand dessen wird dann mit verschiedenen Punktvergabekriterien dann ein Ranking erstellt. Mhm. Und dann wird das Transplantationszentrum eben darüber informiert, dass es da einen Spender gibt. Und der Empfänger namens sowieso ist dann halt irgendwie bei uns in dem Zentrum gemeldet und ist halt der Erste an dieser Stelle. Und dann wird eben gefragt, transplantieren oder nicht transplantieren. Ja. Und das passiert dann meistens nachts und da muss man halt nachts den Dialysearzt anrufen und fragen, ob der Patient transplantabel ist oder kann ja auch sein, dass der gerade irgendwie im Krankenhaus ist wegen, keine Ahnung, Knochenbruch oder irgendwas. Ja. Und wenn das aber der Fall ist, dass er transplantabel ist, wird er einbestellt. Genau. Und mit dieser Datenbank, was versucht ihr genau zu machen? Ihr wollt ja vorhersagen. Genau, also mit dieser Datenbank versuchen wir verschiedene Dinge zu machen. Das, was ich jetzt in meinem Projekt mache, für das ich auch gefördert werde vom BIH, ist es so, dass wir eben ein Vorhersagemodell entwickeln möchten. Das Problem, grob umrissen, ist so, bei Nierentransplantationen gibt es sehr viele Faktoren, die eben über die, über den Erfolg von einer Transplantation eben Aussagen treffen oder auch nicht. Und also sprich, wir haben viele, viele Einflussparameter, die möglich sind. Und das eben dann auch über den Langzeitverlauf von Jahren und Jahrzehnten. Und wir möchten halt gucken, ist es so, dass bei Herrn Müller jetzt das Transplantat in 5 Jahren aufhört zu arbeiten? Also hat er ein hohes Risiko für ein Transplantatversagen, für ein dauerhaftes? Oder hat er das nicht? Und das wollen wir eben anhand dieser ganzen Daten, die wir da über 20 Jahre sozusagen gesammelt haben, vorhersagen und daran dann neuronale Netze und eben verschiedene Modelle halt berechnen, um zu gucken, wie das Risiko für den individuellen Patienten ist. Und ich meine, aus der Literatur oder aus früheren Studien weiß man wahrscheinlich so grob eigentlich, was schon wichtig ist. Wahrscheinlich ist höheres Alter nicht so gut. Vielleicht genau, das Alter ist wichtig, dann ob es Lebensspende ist oder nicht. Verschiedene virologische Eigenschaften können wichtig sein, ob er mal einem Virus ausgesetzt war oder nicht. Ja. Das Spenderalter, das Geschlecht, die Grunderkrankung kann wichtig sein. Mhm. Und dann natürlich auch so der Kreatininverlauf über die Zeit. Ja. Und bei uns ist es auch so, wenn das Kreatinin sich verschlechtert, kann es sein, dass wir den Patienten dann auch einbestellen müssen und stationär aufnehmen, um eben dann schlussendlich eine Nierenbiopsie durchzuführen. Mhm. Und der Pathologe sagt uns dann, ob da eine akute Abstoßung vorliegt, die man behandeln müsste.
Bei akuten Abstoßungen gibt es halt einerseits die zellulär vermittelten und andererseits dann im Langzeitverlauf die Antikörper vermittelten. Und für die Antikörper vermittelten Abstoßungen haben wir leider immer noch nicht so richtig gute Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Aber letzten Endes, bei einem Kreatininanstieg muss man manchmal dann eben eine Nierenbiopsie durchführen im Endeffekt. Und die ergibt dann halt weitere Aufschlüsse über, wie lange das Transplantat noch funktioniert. Und das sind halt alles, also dadurch, dass man halt sehr viele Einflussmöglichkeiten hat, bieten sich halt eben die Sachen, die man über künstliche Intelligenz halt versuchen kann zu ergründen, eben an. Und wenn ihr jetzt dieses Vorhersagemodell trainieren wollt, nehmt ihr jetzt einfach alle Daten, die ihr in dieser Datenbank habt, oder wählt ihr das vorher so ein bisschen aus, nachdem, wo ihr selber wisst, was vielleicht wichtig ist oder was irrelevant ist, oder macht ihr... Genau, also jetzt vom ganz banalen Vorgehen ist es so, wir haben eine Kohorte definiert. Die Kohorte heißt, der Patient, der muss über 18 sein zum Alter der Transplantation, einfach weil wir nur mit Patienten arbeiten, die über 18 sind. Die Patienten unter 18, die werden in der Kindernephrologie behandelt, die zwar auch diese Datenbank verwenden, aber eben nicht so pflegen wie wir. Das Thema Follow-up ist auch sehr wichtig. Also Patienten, die längere Zeit nicht bei uns vorstellig sind, müssen wir halt rausfinden, was ist aus denen geworden. Sind die zu Hause verstorben? Funktioniert das Transplantat noch? Sind die einfach nur bei ihrem ambulanten Nephrologen, weil der Weg zu uns zu weit ist? Und die sind halt schon irgendwie 20 Jahre transplantiert und brauchen jetzt nicht mehr so eine engmaschige Nachsorge. Und das sind halt so Sachen, die wir dann neben der Arbeit noch zusätzlich dann entsprechend checken müssen. Und was für ein Follow-up habt ihr zum Beispiel definiert? Also reichen 5 Jahre oder müssen es 10 Jahre sein, um... Genau, also jetzt diese Transplantationskohorte ist so, dass die ab 1999 bzw. ab 01.01.2000 bis 31.07.2019 halt transplantiert sein müssen. Mhm. Entsprechend sind halt die Leute, die länger transplantiert sind, halt mit einem längeren Follow-up dabei, wie das eben so die Natur der Sache ist bei Studien. Und wir gucken halt, als Endpunkt haben wir definiert terminales Transplantatversagen. Das ist auch eines der Felder in unserer Datenbank. Mhm. Und terminales Transplantatversagen heißt halt, der Patient muss dann dauerhaft Dialyse machen. Klammer auf, er kann dann auch im Verlauf wieder neu transplantiert werden, aber hat halt erstmal ein Transplantatversagen gehabt. Und da ist es eben dann so, dass wir diese Daten dann alle nutzen, um eben Modelle zu errechnen. Und wir nutzen halt 75% dann für ein Trainingsset, also letzten Endes das, woran das neuronale Netz oder das Prädiktionsmodellsystem halt eben seine Schlüsse draus zieht und eben Zusammenhänge erlernt. Und die 25%, die es eben nicht kennt, die versucht es dann eben vorherzusagen. Und dann guckt man sich eben die Unterschiede an, die daraus entstehen. Und bei einer sehr guten Übereinstimmung heißt es, dass man eben ein relativ gutes Netz hat, also ein relativ gutes Vorhersagemodell hat. Habt ihr eine gewisse Erwartung, was für euch eine gute Klassifikationsgenauigkeit wäre? Ja, also es gibt Vorarbeiten aus Paris, also es gibt eine große Studiengruppe, Paris Transplant Group, die haben das sogenannte iBox-Modell entwickelt. Die gucken sich an die Parameter bis zum ersten Jahr. Nach einem Jahr haben die Patienten dort eine Nierenbiopsie. Und anhand der Daten, die bis zu diesem einen Jahr erhoben worden sind, kann man für bis zu 7 Jahre nach diesem einen Jahr ein Transplantatversagen vorhersagen. Das klinische Grundproblem ist einfach, dass Patienten 5% pro Jahr, nach 2 Jahren beginnt das Problem, dass eben 5% aller Patienten ein Transplantatversagen entwickeln. Und wir wissen halt nicht, wer gehört zu diesen 5%. Ist das jetzt Herr Müller oder ist das Frau Schmidt? Oder was unterscheidet Herrn Müller von Frau Schmidt, abgesehen vom Geschlecht? Und wie ist das da mit dem Transplantations-Outcome? Und da fehlen uns halt die Modelle und die Pariser haben halt so ein erstes Modell entwickelt. Und das hat eine Fläche unter der Kurve, was einem so ein bisschen die Güte vorhersagt von rund 0,83 bis 0,87. Ja. Das Charmante an diesem Modell ist, die haben das auch an verschiedenen anderen Kohorten getestet. Und in Frankreich ist es eben so, dass die ein zentrales Transplantationsregister haben, sprich, die haben deutlich mehr Daten als wir und eben auch über
ganz Frankreich verteilt. Okay. Und bei uns ist es halt so, wir versuchen jetzt an unseren Daten in Mitte ein Modell zu entwickeln, was wir dann auf das Virchow übertragen möchten, was innerhalb unserer selben Abteilung ist. Aber bis 2015 war das ein anderer Chef und eine andere Herangehensweise an Transplantation, ja, sodass wir da eine gewisse interne, externe Validierung durchführen können. Und am Ende möchten wir halt so ein Gesamtmodell daraus entwickeln. Genau. Okay, und das Modell von Frankreich, das könnt ihr ja auch nicht einfach hier auf diese Daten übertragen. Die werden ja wahrscheinlich ganz andere Parameter. Genau, das Problem ist halt einerseits, was wir da so im Bereich mit medizinischen Daten haben, die Interoperabilität, also die Daten in Frankreich, die bestimmen dort auch ein Kreatinin und haben halt letzten Endes ähnliche Daten wie wir, aber die kann man eben nicht einfach zu uns exportieren und übertragen, weil die unter ihren Laborwerten eben andere Dinge verstehen als wir, obwohl das derselbe Parameter ist. Der kann halt anders bestimmt sein, die Labormethode kann anders sein und da gibt es halt, der Teufel steckt eben im Detail und es gibt da viele kleine Fallstricke, die man eben nicht so einfach, die einen daran hindern, dass man es übertragen kann. Und was für Algorithmen werden jetzt zum Beispiel in Frankreich benutzt? Oder hier, du hast schon von neuronalen Netzen gesprochen, aber... Genau, also was wir im Moment hier jetzt gemacht haben, ist, wir haben einerseits ein KNN-Modell entwickelt und wir haben einen Random Forest Plot aus diesen Daten auch entwickelt. Mhm. Das war jetzt im Moment erstmal nur aus den demografischen Daten. Also wir gucken im Moment erstmal nur zum Zeitpunkt der Transplantation. Okay. Auf das Outcome hin. Der nächste Schritt, Empfänger oder auch vom Spender? Auch vom Spender. Also wir haben demografische Daten vom Spender, vom Empfänger und vom Transplantat. Ja. Mhm. Das sind die Sachen, die dort mit eingehen. Mhm. Und der nächste Schritt wird eben sein, dass wir Daten aus dem Langzeitverlauf damit einbauen. Ja. Sprich, Laborwerte wollen wir uns angucken, immunologische Eigenschaften möchten wir uns angucken. Die Patienten werden auch im Verlauf immer mal wieder untersucht, ob irgendwelche neuen Antikörper entstanden sind. Ja. Vor allem auch Antikörper, die gegen das Transplantat gerichtet sind, weil die Immunsuppression dann vielleicht doch nicht so gut genommen wurde. Dann auch die Medikation im Verlauf. Manche Patienten haben sogenannte CNI-Toxizität, also die Nebenwirkungen, die ja von der Immunsuppression herkommen. Da gibt es eben Calcineurin-Inhibitoren, Cyclosporin oder Tacrolimus, die eben auch Schäden an der Niere verursachen können, was eben dann auch auf lange Sicht das Transplantat kaputt macht. Mhm. Und die Biopsiedaten wollen wir auch im Langzeitverlauf dann verwenden. Und auf diese Weise wollen wir dann halt eben auch noch ein bisschen mehr Dimensionalität hineinbringen, jetzt gerade was den Langzeitverlauf betrifft und eben nicht nur den Zeitpunkt zur Transplantation. Genau. Und das Organversagen oder Transplantationsversagen, da gibt es ja unterschiedliche Ursachen für. Wollt ihr auch versuchen, diese unterschiedlichen Ursachen zu dekodieren oder habt ihr, ist es im Moment ein rein binäres Problem? Im Moment ist es erstmal ein binäres Problem. Ja. Wir wissen prinzipiell oder wir glauben zu wissen oder zumindest ist ein Grund angegeben, warum das Transplantat versagt hat. Mhm. Ein Hauptgrund. Einer meiner Kollegen hat da jetzt auch gerade alle Transplantatversagen nochmal schön aufgedröselt und hat eben festgestellt, dass halt auch vorübergehende Probleme Einfluss drauf haben und dass es meistens so mehrere Schläge ins Kontor sind, bis das Transplantat versagt. Und der Grund, den wir da angegeben haben, ist letzten Endes nur der finale Hauptgrund, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Aber es gibt dann teilweise eben auch noch, keine Ahnung, Abstoßungen irgendwie Jahre davor, die auch irgendwie ins Gewicht fallen. Und solche Sachen möchten wir halt aufgrund der Biopsieergebnisse eben dann in dieses Modell mit einbauen. Und rechnest du damit, dass das irgendwann in der Klinik angewendet wird, euer prädiktives Modell? Ist das deine Hoffnung? Hoffnung oder meine Erwartung ist, dass wir einerseits eben besser vorhersagen können, ob Herr Müller jetzt irgendwie im Alter von 75 und vor 5 Jahren transplantiert, irgendwie in den nächsten 5 Jahren dann zu 100% ein Transplantatversagen haben wird. Also sprich, ist es sehr wahrscheinlich. Und wenn es eben sehr wahrscheinlich ist, dass wir den dann halt engmaschiger in unserer Obhut haben, als jetzt vielleicht Frau Meier, die 20 Jahre alt ist, ihre Immunsuppression zuverlässig nimmt und sonst einen relativ unkomplizierten Verlauf hat seit ihrer Transplantation im Alter von 10 Jahren. Dass wir da einfach halt sozusagen so eine Art Selektionierung hinsichtlich der Engmaschigkeit der Nachbetreuung erreichen können. Und das andere Problem ist halt einfach, dass im Verlauf eben uns Patienten verloren gehen. Und
dass wir da halt einfach dann auch sozusagen besser sehen können und stratifizieren können, ob wir den jetzt wieder arg zurückholen müssen. Ja. Weil viele Patienten sind ja auch einfach bei ihrem niedergelassenen Nephrologen und im niedergelassenen Bereich gibt es jetzt nicht so viele Transplantierte und ohne dem Kollegen jetzt zu nahe zu treten, er hat dann vielleicht ein oder zwei Transplantierte in unserer Nachsorge, in seiner Nachsorge und wir haben halt 1000, sodass wir da möglicherweise ein bisschen bessere Expertise haben, aber dahingehend wollen wir eben auch Telemedizin betreiben und es ist jetzt so, dass Patienten, die transplantiert sind, auch eine App auf ihr Handy bekommen und ihre Vitalwerte, also sprich Blutdruck, Puls, Gewicht, Temperatur, uns ins Kliniksystem übertragen können. Und wir sehen dann halt jeden Tag uns die Werte an. Und wenn was aus dem Ruder läuft, sprich der Patient nimmt halt wahnsinnig Gewicht zu oder hat auf einmal Fieber, dass wir den dann telefonisch kontaktieren können und dann entsprechend irgendwelche Maßnahmen einleiten können. Und die Maßnahmen, die reichen halt von, gehen Sie zum Hausarzt und lassen Sie sich mal Blut abnehmen, bis hin zu, naja, kommen Sie in die Rettungsstelle und wir nehmen Sie stationär auf. Dass man halt einfach die Probleme frühzeitig erkennt und darüber dann Krankenhausaufenthalte und ungünstige Verläufe halt minimieren kann. Das soll in das Modell dann auch noch mit einberechnet werden. Und wird Telemedizin gut von den Patientinnen und Patienten angenommen oder sind die sehr skeptisch? Im Großen und Ganzen wird es gut angenommen. Also gerade auch die Jüngeren, die ja fast alle inzwischen ein Smartphone haben, nehmen das sehr gerne an und freuen sich, dass man halt jetzt Laborwerte irgendwie in seinem Handy sieht, die zu einem gehören oder auch den eigenen Medikamentenplan. Dadurch, dass sie lange Zeit an Dialyse waren, sind sie auch noch gewohnt, täglich Gewicht zu messen und täglich irgendwie Blutdruck zu messen. Und wir wollen halt mit der Telemedizin einerseits eine verbesserte Kommunikation erreichen. Der niedergelassene Hausarzt, also sprich Nephrologe des Patienten, ist auch in dem System mit eingebunden. Und der Plan ist halt, neudeutsch Awareness zu schaffen. Also sprich, der Patient soll halt um seine Erkrankung wissen, um die Zusammenhänge wissen und halt entsprechend richtig danach handeln, im Sinne von halt regelmäßig seine Immunsuppression nehmen, gewisse Gefahren im Alltag vermeiden und halt mit seiner Erkrankung umgehen können. Und therapeutisch gibt es dann da halt neue Ansätze im Hinblick auf Bewegung und die ganzen verhaltenstherapeutischen Dinge, die man da halt mit einbauen kann. Und hat der Patient auch selber Zugang zu den Daten? Ja, es läuft alles über den Patienten und der Patient muss eben für den Datenaustausch und so weiter mindestens einmal bei uns und einmal bei seinem niedergelassenen Hausarzt entsprechend die Berechtigung erteilen und kann halt auch jederzeit die Berechtigung in der App dann zurücknehmen. Genau. Und neben den Laborwerten, die der Patient halt sieht, sieht er halt alle Vitalwerte, die er uns geschickt hat. Und ein weiterer Aspekt ist eben auch, es gibt ja auch Wagen und Blutdruckmessgeräte, die mit dem Computer eine Schnittstelle haben, dass man eben solche Geräte auch in unser System mit einbaut. Und das direkt automatisch dann. Genau. Und ist eure Idee, dass das dann auch mehr oder weniger real-time ausgewertet wird, also die Daten kommen rein. Genau. Das soll dann im Prinzip in dieses Risikomodell mit einberechnet werden. Und wir wollen ja mit der Telemedizin akute Veränderungen wahrnehmen einerseits und andererseits dann auch darauf reagieren. Sprich, wenn der Patient auf einmal Gewicht zunimmt, 3 Kilo, rufen wir den an und fragen halt, ob der jetzt einfach nur mehr gegessen hat die letzte Zeit und halt Substanz zugenommen hat. Ja. Oder ob er halt irgendwie merkt, ja, ich pinkel nicht mehr so gut und meine Beine werden dick und ob man dann entsprechend die Furosemid-Dosis erhöhen muss oder ob er jetzt akut Fieber hat. Und am Ende wollen wir halt den Patienten möglichst zu Hause halten. Ja. Und die Dinge, die wir vertreten können, halt von uns aus regulieren. Sprich, Medikamente ein bisschen hoch oder runter geht meistens noch, aber wenn der Patient halt Fieber hat, muss er halt möglicherweise dann auch stationär aufgenommen werden und muss halt genauer geguckt werden. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.